Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ein Gaming-PC für 1800 Euro. Ich wollte diesen PC eigentlich für 1700 Euro machen. Diese Grafikkarte war vorher nämlich nur für 389 Euro geboten als Sonderpreis. Dieser Sonderpreis ist mir allerdings kurz vor der Aufnahme, ja, wurde der Preis halt eben wieder geändert. Jedenfalls fangen wir an. Als Prozessor ein Intel Core i7-5820K mit 6x3,3 GHz. Er hat einen maximalen Turbotakt von 3,6 GHz, läuft auf dem 2011/3 Sockel und hat die Hyper-Threading-Technik, das bedeutet jeder Kern hat 2 Threads, also ein theoretischer 12-Kerner. Mit diesem Prozessor kann man alle aktuellen Games ohne Probleme spielen und dieser Prozessor reicht für alle Gamer-Typen, die nächsten 4 bis 5 Jahre locker aus. Als Mainboard das ASRock X99 Extreme 4 mit dem Intel X99 Chipsatz. Es läuft auf dem 2011/3 Sockel, unterstützt Quad-Channel DDR4 RAM und ist im ATX-Format. Es hat 5 Audio-Anschlüsse, 3,5mm Klinke und dazu noch einen optischen Soundausgang sowie mehrfach USB 3.0 mit 2.0, Gigabit LAN und sogar noch zweimal PS2. Als Prozessorlüfter der Beakrite Darkrock Pro 3 Tower Kühler. Ein sehr guter Prozessorlüfter und selbst wenn dem Prozessor stark übertaktet, wird dieser Prozessorlüfter noch in der Lage sein, den Prozessor relativ gut zu kühlen. Als Arbeitsspeicher 16 GB Crucible Ballistic Sports DDR4 2400 CL16, ein Dual-Kit, also Dual-Channel, ein sehr schneller RAM mit einem relativ guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 16 GB reicht aktuell für alles aus. Als HDD eine 1TB Seagate Desktop HDD mit einem Cache von 64 MB im 3,5 Zoll Format. Diese HDD bietet ein sehr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und 1TB reichen für alle Anwender eigentlich ohne Probleme aus. Als Grafikkarte die 8GB Sapphire Radeon R9290X. Diese Grafikkarte bietet ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, war vorher im Sonderpreis für 390 Euro, wurde jetzt leider allerdings wieder geändert. 8 GB ist ein sehr nettes Feature gegenüber den 4 GB der normalen 290X. Vor allem, wenn man in höheren Auflösungen als Full HD spielt, zum Beispiel in 4K. Als SSD die 500 GB Crucial BX100 im 2,5 Zoll Format. Ist eine sehr schnelle SSD mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und 500 GB reichen aus für Windows, alle Programme und sogar noch das ein oder andere Lieblingsspiel, das besonders schnell starten soll. Als Netzteil das 600 Watt Beakrite Straightforward 10 CM Modular mit einer 80 plus Gold Zertifizierung. Es ist modular, das bedeutet die Kabel hängen nicht so blöd im Gehäuse herum und so weiter. Und 600 Watt reichen für den PC natürlich auch vollkommen aus. Als Gehäuse das Thermaltake Chaser MK1 mit Sichtfenster. Es ist ein Big Tower und es kommt ohne Netzteil in der Farbe schwarz. Ja, dieses Gehäuse bietet ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und man kann sogar noch weitere Lüfter installieren, was auch den Preis erklärt, warum der etwas Warenkorb nicht aktualisiert, warum der etwas über die 1800 geht. Das liegt hier an den Prozessor, nicht an den Prozessorlüftern, sondern an den Gehäuselüftern. Dreimal hier diese Beakrite Shadow Wings PWM gesteuert. Relativ leise Lüfter mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis, 3 Stück davon kann man auch dann gut, relativ gut im Gehäuse einbauen. Wobei mir gerade einfällt, ich habe hier noch nicht aktualisiert. Ja, dann ist der Preis etwas stärker über die 1800. Dafür hat man dann allerdings ein stark besseres Kühlungssystem, allerdings natürlich kein Muss. Ja, machen wir weiter. Zum Schluss kommt dann noch das DVD-Laufwerk von Samsung. Nichts Besonderes, ein Standard-DVD-Laufwerk. Zum DVD lesen und DVD brennen mit einem sehr starken Preis-Leistungs-Verhältnis. So, das war's dann mit diesem Video. Fragen, Anmerkungen, Kritik und so weiter könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Ciao, bis zum nächsten Video.